Magst du was trinken? Kann ich dir was anbieten? Vielleicht, bitte. Nimm mal ein Glas Wasser für Frau Hartmann. Ja, wir schenken es nur ein. Wir lassen uns Zeit, weißt? Dankeschön. Ja, es war aber auch stressig die letzte Woche. Verkürzte Trainingswoche. Am Samstag war Show und dann nur noch wenige Tage plus Gruppentanz. Wie stressig war es eigentlich wirklich? Ja, schon sehr wenig Zeit. Also irgendwie, jetzt hat man sich echt gedacht, Wahnsinn, scheiße, wie gehen die Schritte? Wie geht das alles? Einfach schauen, dass man durchkommt mit der Choreo. Man muss dann auch einfach ein bisschen mit der Perfektion einfahren. Das hat er eh gut gemacht, ja, der Paul. Ja, wobei, ich bin Paul gerade flüstern gehört. Ich höre ja alles, was die reden, auch wenn das Mikrofon noch nicht offen ist. Und er hat die geflüstert, gut gemacht. Er ist nämlich wirklich sehr sanft, trotz des Stresses. Liegt es daran, dass Familie Lorenz, wie der Name schon sagt, aus Russland angereist ist? Ganz sicher, das war sie, wegen der Mama. Also ich meine, es wäre falsch zu sagen, dass es in Russland keine netten Menschen gibt. Na, gibt's, definitiv. Na, hallo, das sagt kein Mensch. Aber liegt es daran, dass die Mama zuschaut? Achso, jetzt habe ich dich verstanden. Ich dachte, ob es daran liegt, dass wir aus Russland kommen. Nein, ob deine Familie Mama da ist. Also sicherlich ist meine Familie das, was mir heute noch besonders viel Freude bereitet, hier zu tanzen. Wo sind sie denn? Zeig sie uns mal, Mama und Papa Lorenz. Da drüben. Oh. Hallo. Mutter, mein Vater und meine Schwester. Und von wem hat er das Strenge? Das würde mich jetzt auch interessieren. Von die schauen alle sehr nett aus. Die schauen sehr freundlich also aus. Also meine Eltern sind wirklich beide nicht allzu streng. Ich glaube, die Strenge habe ich eher vom Tanzsport. Es ist mir nie was geschenkt worden und ich habe mich immer selber durchgeboxt. Und das geht oft nur mit der Strenge. Und deshalb schenkst du ihr auch nichts. Was aber Nicole letzte Woche sehr gut fand, Nicole. Letzte Woche hast du gesagt, genau die Strenge braucht sie. Ist es diese Woche auch geglückt, obwohl er ein bisschen lockerer war? Ich fand, wenn du strenger warst, hast du das bessere Resultat erzeugt. Ja, ich fand, tut mir leid, aber das ist die Wahrheit. Aber was mir sehr, sehr gut an dir gefällt, du hast wahnsinnig schöne Lebensfreude, die du ausstrahlst. Und das, und rhythmisch bist du auch super gut. Die Spannung hat mir heute overall ein bisschen gefehlt. Und pass auf, wenn du läufst, dass du deine Füße nicht zu sehr abhebst vom Boden. An dem kannst du zum Beispiel am Rumba oder im nächsten Lateintanz arbeiten. Aber du hast wahnsinnig viel Potenzial. Und es ist vielleicht heute ein bisschen runter von deiner Leistung. Aber mit deinem Potenzial kannst du wieder total nächste Woche hoch, hoch, hoch. Und ich freue mich darauf. Echt. Dankeschön. Danke, Nicole. Das wird eine harte Trainingswoche, sag ich mal. Ja, ich freue mich jetzt schon. Wir hätten ihm die Ohren zuhalten sollen, Bollasch. Siehst du das ähnlich? Ziemlich ähnlich, ja. Und in dem Fall ist mir auch sehr aufgefallen, dass du die Füße so schmeißt. Und du hast mir fast ein bisschen Angst gemacht bei diesem Cha-Cha, so wie ich zugeschaut habe. Cha-Cha-Cha ist eine Art von Flirt, wo sich Männer sich angesprochen fühlen sollten. Und wie ich die zugeschaut habe, zuerst haben sie gesagt, ja, geh hin, ich frage sie. Und nachher gesagt, na, lieber nicht, da tut mir noch weh. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Flirts, oder? Also eher offensiver und defensiver. Du magst lieber defensiv. Bis jetzt war ich anderer Meinung, aber ab jetzt mache ich es defensiv. Ab jetzt mache ich es wirklich defensiv. Es war mir ein bisschen zu viel. Ein bisschen viel Körpereinsatz, ist ein bisschen die Technik drunter glitten. Ich würde mal sagen, ein bisschen samter, eleganter und dann traue ich mich auch auf die zuzugehen. Okay. Aber immerhin. Danke, Tipp fürs Leben, oder? Du konntest dem Bollasch Angst einjagen, das ist ja schon mal was ja. Mit dem ersten Tanz. Danke, Nina, danke, Paul. Dankeschön. Danke. Mir ein Volksfest. Bin ich gut bedient? Bin ich mal der Wasser? Für Nina und Paul schauen wir mal, wie viel es heute Abend werden. Wir starten mit Hannes Nettball. Für den etwas staxigen Cha-Cha-Cha eine 6. Du kennst du, Nina. Thomas. Für den dynamischsten Cha-Cha-Cha. Nicole. Danke. Füße sollten am Boden bleiben. 7. Danke. Immer noch gut, Bollasch. Keine Angst von 6, lieber 6. Ach Gott. 27 Punkte, das ist trotzdem ordentlich. Großartig. Setzt euch nieder.